Hallo, Simon hier vom YouTube-Kanal The Bad Beard. Heute schaue ich mal in die Monster Hunter Generations Ultimate Demo rein, die gerade auf der Nintendo Switch rausgekommen ist. Monster Hunter Generations Ultimate, das nächste Monster Hunter, ist eigentlich ein älteres Monster Hunter, in Japan bekannt als Double Cross. Und ich habe ja bereits ein Video darüber gemacht, was Monster Hunter World eben von diesen Handheld-Vertretern, den älteren Monster Hunter-Titeln so unterscheidet. Für diejenigen von euch, die eventuell zum ersten Mal mit Monster Hunter World eingestiegen sind, da gibt es ein paar kleine Unterschiede. Ich dachte mir, es ist vielleicht auch ganz gut, das mal hier an direktem Gameplay zu sehen. Lange müssen wir ja nicht mehr warten. Ich glaube, am 28. August kommt dann auch tatsächlich die finale Version für die Switch raus. Und ja, wir jagen heute mal einen Baryot, habe ich gedacht. Das ist ein ganz interessantes Monster, der erinnert mich ein bisschen an Tigrex Nagakuga, hat aber auch ein paar eigene, ja, so Ecken und Kanten, sage ich mal. Man sieht die Ecken und Kanten da auch ganz gut anhand seiner Fangzähne und so. Der ist eben etwas agiler, der ist aggressiv. Das ist ein ganz gutes Monster, um eben darzustellen. Naja, es ist etwas, ich würde sagen, ein bisschen schwieriger von Anfang an als Monster Hunter World. Und darüber hinaus muss man aber auch sagen, es ist eben von der Steuerung ein wenig anders und fühlt sich ein bisschen langsamer noch an, wenn ihr das jetzt direkt in der Hand habt. Ihr könnt natürlich die Demo selber natürlich auch ausprobieren, bevor sie rauskommt und das mal testen. Es ist eben ein wenig anders als Monster Hunter World, aber wir werden es gleich im Gameplay noch sehen. Hier könnte ich jetzt auch ein Palico spielen, wenn ich wollte. Aber ich glaube, ich nehme einfach mal hier die Doppelklingen, die finde ich ganz witzig. Und da kann man jetzt eben auch direkt zeigen, hier gibt es eben auch, das ist eben in dieser Generations-Serie neu gewesen, was ja im Prinzip so eine Art Best-of ist von Monster Hunter bisher, also mit ganz vielen der Lieblingsmonster und ganz vielen der alten Gebiete und Dörfer und so, da kann man sich das alles nochmal schön angucken, denn viel davon war zum Beispiel in Monster Hunter World nicht drin. Hier gibt es aber neu diese verschiedenen Stile, diese verschiedenen Jagdstile, die dann eben, ja, spezielle Eigenschaften haben. Der Standard, der Gildenstil, der ist eben eher wie das, was ihr aus Monster Hunter World kennt. Da sind eben viele Angriffe auch dazugekommen und so. Natürlich haben sich die Kombos etwas geändert, die Steuerung ist etwas flüssiger vom Gefühl her, aber der ist da eben eher dran, ist so der Standardstil. Hier gibt es dann aber auch noch hier unten zum Auswählen solche Techniken. Das sind dann so super Moves quasi, die man machen kann. Und ja, gibt aber auch noch weitere Sachen, zum Beispiel hier den Luftkampfstil, den kann man jetzt auch benutzen, um quasi mit jeder Waffe ein bisschen mehr Mobilität in der Luft zu haben. Den werde ich jetzt hier auch mal ausprobieren. Genau. So, und genau, dann gehen wir einfach mal rein und schauen mal, was ich hier so reißen kann. Ich habe den Baryot schon einmal bekämpft, ist wie gesagt, ja, etwas agileres Monster mit den Doppelklingen, muss ich jetzt gleich mal schauen, wie gut ich damit hinkomme. So, da sind wir. Wir haben auch hier zwei Palikos mit dabei. Ihr seht schon, das ist eben eher so 3DS-Grafik mit HD-Texturen oder aufgebauschten Texturen als die richtig hübsche Monster Hunter World-Grafik, aber wie gesagt, ist halt ein Port vom 3DS, das ist eben auch was man wissen muss. Ist aber ein extrem umfangreiches Monster Hunter, also hier gibt es glaube ich fast 90 oder über 90 Monster sogar, also große Monster, ne, mal abgesehen von den kleinen Monstern. Das ist schon wirklich eine ganze Menge. Dann hat man auch noch den G-Rank und höhere Herausforderungsstufen, wenn man möchte. Also es ist ein Spiel, wo man wirklich echt verdammt viel rausbekommen kann, wenn man möchte. Und natürlich hat man das dann auch auf der Switch dabei, ne? Also kann es mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn die Generations-Serie habe ich, also den ersten Generations-Teil, bereits auf meinem 3DS gespielt. Auch recht viel mit dem Dirk. Den kennt ihr ja vielleicht auch noch aus der Monster Hunter-Serie Vier Fäuste für Astera, die ich gemacht habe vor einer Weile. Hier seht ihr aber auch schon einen anderes, ja, Merkmal von diesen alten Monster Hunter Teilen. Da oben ist die Karte und wir sehen hier eben verschiedene nummerierte Zonen. Wir haben jetzt eben nicht so eine ganz offene Map wie in Monster Hunter World, sondern eben zwischen jeder Zone eine Ladekiste, also ein Ladebildschirm. Das ist manchmal tatsächlich sogar auch nutzbar. Also wenn ihr zum Beispiel vor einem Monster flüchten wollt oder so, könnt ihr dann eben in den Ladebildschirm laufen oder in die nächste Zone, um vor dem zu flüchten. Aber so kann man eben auch gut ansagen, das Monster macht gerade das oder ist auf dem Weg in Zone X oder wie auch immer und kann dann eben ganz leicht kommunizieren. Das ist eben so der Klassiker, wie die Gebiete in Monster Hunter aufgebaut sind. Ihr seht aber auch hier verschiedene Erze und Dinge zu sammeln gibt es immer noch.
Jetzt müssen wir langsam mal zu dem Bajot. Klettern ist hier natürlich auch drin. Das kam in der 3DS-Serie mit Monster Hunter 4 dazu. Man kann auch hier die Monster reiten, also die dann eben zu Fall bringen, wie auch in Monster Hunter World. Ist aber eben etwas anders. Mit dem Luftkampfstil ist es natürlich etwas leichter. Da habe ich keinen Ausweichen, sondern mache quasi so einen Ausweichsprung. Und ja, werden wir gleich sehen, wie das dann im Kampf ist. Dämonen. Modus bei der Doppelklinge, wenn ihr Doppelklinge in Monster Hunter World gespielt habt, ist eben ähnlich. Also ihr verbraucht dann, wenn ihr in diesen Spezialmodus geht, konstant Ausdauer, ladet eine Leiste auf und werdet dann stärker, wenn ihr es schafft, die aufzuladen. Und dann hat man eben unten noch, seht ihr das, da Blutwind 1, das ist hier mein Spezialangriff, den ich habe, werde ich auch gleich noch auf jeden Fall benutzen. Ich wechsle hier direkt mal auf den Megatrank. So, hier ist der Kollege, der Bariot, der hat einen ziemlich langen Schweif auf jeden Fall. Also der ist gefährlich, dieser Schweif. Das merkt man halt oft. Der hat Angriffe, wo er so ein bisschen antäuscht, sage ich mal. Und dann kann er entweder so einen Schultercheck machen oder eben mit seinem Schweif nach euch hauen, der dann eben eine riesige Reichweite hat. Genau, der ist in der Front gar nicht so gefährlich. Also diese Reißzähne sind eigentlich gar nicht so ein Riesending. Es sind mehr die Klauen und mehr der Schweif, auf die ihr aufpassen müsst bei ihm. Aber was ich jetzt hier machen muss, ist eben jetzt erstmal ein bisschen reingehen, ne? Und ja, ein bisschen meine Dämonenleiste aufbauen. Und von der Steuerung her ist es eben, ja, auf die Handheld-Steuerung, also die Handheld-Buttons, Controller und so angepasst, also auch auf der Switch. Aber ihr habt quasi dieselben Sachen hier, Sprint und all das, was ihr aus Monster Hunter World kennt, definitiv auch noch. Da hat er mich gerade ein bisschen gestreift. So, jetzt muss ich hier mal gucken, dass ich hier gleich mal meinen Dämonenmodus anmache. Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier zu ihm hindashe, dann seht ihr, mache ich noch einen höheren Sprung. Ne? Also wenn ich diesen Ausweichsprung mache mit diesem Sprung oder Luftkampfstil dann zum Monster hin dashe, dann macht er eben nochmal so einen Extrasprung, mit dem ich dann eben leicht auf das Monster draufkomme. Ich bevorzuge diesen Stil bei vielen Waffen. Ich spiele ja immer gerne eher die schnellen Waffen so, also Langschwert oder Insektenglewe, Doppelklinge. Und Mobilität ist eben was ich halt persönlich sehr gut finde. Und dann denke ich mal, wenn man diesen Stil speziell spielt, kommt man auch eher so an das Feeling von Monster Hunter World ran, sage ich mal. Wobei natürlich da sind halt einige Dinge auch dazugekommen. Aber ich denke mal, im Gameplay sieht er ganz gut, was hier so los ist. Jetzt seht ihr, ich bin im Dämonenmodus, meine Ausdauer geht runter und die Dämonenleiste füllt sich auf. Jetzt ist sie ganz voll und blinkt. Jetzt bin ich eben im Erzdämonenmodus und kann ihn jetzt hier so ein bisschen behaken. Oh, erstmal mashen hier. Jetzt kommt er. Oh, 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 hat er mich eingefroren. Habe ich hier Reiniger? Ja, schnell. Oh, oh, oh. Ich labere zu viel. Ich muss mich kurz mal hier ein bisschen verpflegen. Und auch hier seht ihr was anderes, was hier eben das unterscheidet von World, wenn ich hier mich heilen möchte. Oh, da seht ihr, was für eine riesen Reichweite dieser Schweif hat, ne? Muss ich eben kurz stehen bleiben. In World kann man ja so einen Trank zum Beispiel nach und nach trinken, dabei sich aber noch ein kleines bisschen bewegen. Das ist hier zum Beispiel jetzt nicht so. Genau, jetzt muss ich aber mal meinen Dämonenmodus ausnutzen. So, hier, genau. Muss jetzt mal ein bisschen Schaden machen, sonst stirbt er nicht in der kurzen Zeit, die wir hier haben. Ist ganz gut mit der Doppelklinge, durch die ganzen vielen Angriffe kann man so ein Monster auch recht gut müde machen und es ist bei ihm gar nicht so verkehrt, denn der ist halt, wie ihr schon seht hier, der jumpt die ganze Zeit rum, ist super agil. So, jetzt mache ich hier so ein paar Air-Attacks, die sind halt auch anders, wenn ich eben im Erzdämonen-Modus bin und so, also da ist auf jeden Fall Kombo-Potenzial da, wenn ihr das wollt. Und wie gesagt, da gibt es halt sehr viele von diesen Stilen, da gibt es auch einen Alchemie-Stil, da kann man irgendwas mit Bomben und sowas machen, den kenne ich jetzt nicht so gut, aber ja, da gibt es halt verschiedene Dinge auch, welche, wo man zum Beispiel dafür belohnt wird, eben perfekt auszuweichen. Das ist eben dann, wenn man wirklich schon sehr gut im Spiel ist. Wow! Okay, so, jetzt aber Erzdämonenmodus, Blutwind. Okay, da hat er. Okay, ich wusste nicht, ob ich da Super Armor habe in diesem mit diesem Blutwindangriff. Hatte ich dann offensichtlich nicht. Müssen wir dann warten, kann ich euch das nächste Mal zeigen. Also es ist einfach so ein Spezialangriff, den ich dann mache, der dann halt extra viel Schaden macht. Ob der jetzt noch einen extra Effekt hat, um zum Beispiel meine Dämonenleiste noch weiter aufzufüllen oder sowas, das weiß ich nicht. Manche dieser Spezialangriffe, die kann man eben auch gesondert auswählen dann in der Vollversion.
Die machen dann eben noch so Sachen wie zum Beispiel beim Langschwert, dass sie eure Leiste maximieren und ihr so dann auf die nächste Schwertstufe kommt und so ein Kram. Also da gibt's auch schon, ich sag mal, Utility auf jeden Fall eine ganze Menge. Aber ich laufe hier die ganze Zeit nur in seine Angriffe rein. Ich glaube, ich muss jetzt mal hier kurz ein bisschen hier sowas machen. Komm her, zack. So. Okay, kurz eine Blitzbombe geworfen, dass ich hier nicht so die ganze Zeit nur von ihm hin und her gebasht werde. Oh, nein, Crap, ich wollte jetzt gerade mal seinen Schweif aufs Korn nehmen, damit ich den mal eventuell hier abtrennen kann, aber schauen wir mal, ob wir uns darauf fokussieren oder einfach nur darauf, ihn halt zu erledigen. Muss ich jetzt wirklich ein bisschen schauen, dass ich auch mal ein bisschen Schaden reinkriege, weil ich jetzt halt zu viel gelabert habe. Die Zeit ist hier relativ knapp. So, ich glaube 25 Minuten habe ich hier nur. Aber ihr seht schon, das ist halt jetzt ein ziemlich aggressives Monster. Und ein Archetyp, den man so halt nicht so häufig in Monster Hunter World gesehen hat. Vielleicht ein Tobi Kardashi, der ist da so ein bisschen so ähnlich. Aber er hier hat da wirklich auch einige Merkmale so von vielen der... Da macht er den Schultercheck, seht ihr? Einige Merkmale eben von so ein paar Klassiker-Monstern wie Tigrex oder so. Wobei der Tigrex natürlich nochmal ganz viele, also auf den freue ich mich auch sehr, als eines meiner Lieblingsmonster, ganz viele andere Eigenheiten hat. So, das ist jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, um eben hier schnell mal, mal ein bisschen hier aufzufüllen. Ja, oh, da sind hier wieder die kleinen Nervis, die nehmen meine Katzen jetzt aufs Korn. Mal kurz alles hier auffrischen, ein bisschen nachschärfen noch. So, und der Blutwind unten, sehe ich, ist auch schon, na toll, ist auch schon aufgeladen. Na, nachschärfen muss ich nicht, habe ich jetzt nur so quasi prophylaktisch gemacht. So, nächste Blitzbombe, würde ich sagen. Genau, und dann ruf Dämonenmodus an und los geht's. Oh, oh. Nein, der schreien. Ja, so, jetzt bin ich im Erzdämonenmodus. Okay. Ich glaube, er ist am Bauch auch recht verletzbar. Da hat er nicht so viele Schuppen, nicht so viel Panzerung. Ist ja immer so bei Monster Hunter. Ihr seht jetzt auch hier, ne, keine Lebensleisten und all das, ist ja klar. Ja, muss man eben auch ein bisschen natürlich die Monster dann immer lernen. So, schnell den Reiniger nehmen, wenn ich noch einen habe. Ja, habe ich noch. Ah, jetzt ist eh egal, jetzt hat er mich erwischt. Dann mache ich jetzt mal diesen Blutwind. Ah, da ist er gerade abgehoben. Naja, aber ihr seht, das ist eben hier so ein Dash-Angriff, den man dann auch in seine Kombos einbauen kann, wenn man möchte. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen ausweichen, ein bisschen gucken, dass ich hier von ihm wegkomme. Vielleicht lege ich auch mal eine Falle oder so. Einfach, um ihn ein bisschen zu schwächen. Was habe ich denn hier für ein Messer? Lähmungsmesser, oh, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. So. Jawohl. So, das ist gut gegen ihn. Also den muss man halt einfach ein bisschen verlangsamen und so, um den halt erledigen zu können. Jetzt muss ich hier wieder meine Dämonenleiste auffüllen. Genau, also das ist halt hier eben dasselbe Spiel wie in Monster Hunter World. So, jetzt habe ich ihn auch mal ein bisschen bestiegen und ihr seht schon, wenn die Leiste hier unten beim Monsterreiten sozusagen schon relativ voll ist, dann ist er schon ziemlich müde. Das heißt, es ist leichter, ihn umzulegen. Das heißt nicht, dass wir ihn jetzt schon fast erledigt haben oder sowas, aber ich behake ihn jetzt mal weiter. Ja, zack, zack, zack. Und jetzt der Blutwind. So, zack. Und noch der Finisher. Zack. So, jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut Schaden gemacht. Mal. Da. Hat er gerade gehumpelt oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Das kann ja nicht sein. Also so früh sollte der noch nicht humpeln. Ja, ein bisschen aus der Puste ist er jetzt schon. So. Oh oh. Oh oh, das war blöd. Kommt doch gleich hier so eine Eiskugel da an. Ich hätte jetzt gerne auch ein Heißgetränk oder so, weil ich hier, wenn ich in die kalten Gebiete gehe, sonst permanent Ausdauer verliere. Aber habe ich jetzt leider nicht dabei. Ich hoffe, meine Katzen haben so einen Buff da bestimmt oder sowas. So, nochmal an hier das Ding.
Also es ist halt gerade, ich sag mal, die Bewegung von eurem Jäger selber. Ne? Also die Kombos sind halt wie gehabt so prügelspielmäßige Kombos. Ne? Also die zwei Angriffstypen, die ihr habt, leichter, schwerer Angriff oder so, die sind ja für jede Waffe auch unterschiedlich. Manche haben ja noch weitere Spezialangriffe. Jetzt muss ich aber auch mal nachschärfen. Okay. Aber die Bewegung von eurem Jäger, die ist eben etwas, ich sag mal, klobiger. Ne? Also die Steuerung von eurem Jäger ist etwas hakeliger noch in dieser Version. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es ist jetzt für mich nicht schwierig. Es war eine ganz kurze Umgewöhnung, muss ich sagen, beim ersten Mal hier spielen von Monster Hunter World, weil das eben, da habe ich halt gemerkt, wie unterschiedlich das tatsächlich ist. Jetzt muss ich wirklich mal ein bisschen nachschärfen. Geh doch mal weg hier von mir. Nee. Okay, jetzt nimmt er hoffentlich die Katze aufs Korn. Nee, er nimmt mich aufs Korn. Crap! Hat er mich verfehlt? Was ist mit dir los? Was ist dein Problem? Ein Lähmungsmesser habe ich noch. Heute hat er mich in den Ladebildschirm geschmissen. Da. Das kann auch mal gut passieren. In den alten Monster Huntern war das öfter mal so. Wenn die Monster euch durch die Gegend whacken, dann könnt ihr auch mal im Ladebildschirm landen. So, was haben wir jetzt hier noch? Ich wollte ja noch eine Falle legen, genau. Da mache ich jetzt mal gerade. Ich hoffe, er fliegt jetzt nicht direkt weg. Sondern landet ihr in der Schockfalle. Nicht. Nee, du sollst da reinlaufen, nicht da drauf schießen. Oh, jetzt fliegt er natürlich weg, ne? War ja klar. Ist immer so. Immer so. Gut, ich denke, er geht jetzt in die 6. Nee, in die 8. Okay. Dann hoffen wir mal, dass er nochmal in die 5 geht, weil dann ist die hoffentlich noch da, die Falle. Aber ja, wir müssen jetzt weiter Schaden machen hier auf den Kollege. Sonst kriegen wir den nicht zu Fall. Alles eigentlich schon hier verbraucht. So, dann aber los jetzt hier. Auch ganz cool, wenn du so ein fliegendes Monster eben als Gegner hast, ist natürlich der Luftkampfstil auch wieder cool, weil da kann man eben noch zumindest etwas machen, wenn man jetzt nicht gerade Bogen spielt oder sowas. wenn man halt gerade das Monster in der Luft hier vor sich hat. So, Dämon. Oh, das war klar. Ich weiß gar nicht, wann er dazugekommen ist. Ob der mit Monster Hunter Try auf der Wii U, war der da schon dabei? Ich glaube schon. Also, soweit ich mich erinnern kann. So, jetzt nochmal hier diesen Blutwinter. Toll, das ist er natürlich gerade wieder abgehoben. Ganz prima mache ich das hier heute. Und ausweichen. Da war er gerade nah. Da habe ich hier einen hohen Sprung gemacht. Ich finde diesen Sprung auch ganz lustig. Bei manchen Waffen ist es halt wirklich sehr, sehr cool. Mit dem Langschwert mag ich auch sehr gerne den Luftkampf. Luftkampfstil, der ist auch wirklich cool. Oh, jetzt ist er schon wieder ein bisschen langsamer, hoffe ich. Okay. So, ich laufe hier übrigens auch hier die ganze Zeit mit gezückten Schwertern, weil eben im Langschwert hat man auch ein schnelles Bewegungstempo. Oh, wenn man eben die Klingen draußen hat, da ist man hier, weil er so schnell ist, ne, da ist man da schneller dran, ist natürlich dann noch etwas schneller, kann natürlich auch sprinten, wenn man dann natürlich die Waffen wegsteckt, aber da er sich so viel bewegt, will ich hier eigentlich die ganze Zeit dranbleiben. Und ja, da ich jetzt so viel laber, klappt es nicht so ganz gut. Jetzt aber. Oh, komm schon. Ich dachte, jetzt weiche ich ihm aus hier dann, indem ich über ihn drüber springe. Aber nee, der Schulter-Tackle ist zu heftig. Ja, jetzt aber. Jetzt hat es aber geklappt hier. So. Oh, oh. So, noch 10 Minuten haben wir für den ganzen Kram hier. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ehrlich gesagt. Dafür haben wir, glaube ich, nicht genug Schaden gemacht und zu viel gelabert. Oh, oh. Jetzt müssen wir aber nochmal heilen. Katze heilt uns auch mal kurz. Hilfe. Da, jetzt Dämonenmodus. Komm. Jawohl. Nice, jetzt fliegt er wahrscheinlich weg. Ist aber, nee, nicht. Also wir haben bisher auch nur seinen einen Arm hier beschädigt. Komm. Blutwind. Nein! Das Timing habe ich wirklich noch nicht raus hier. Oh. Krieg hier ganz gut auf die Mütze.
brauche auch viel zu viele Tränke. Und mashen. Jetzt kriege ich gleich noch eine rein hier, ihr seht es gleich. Okay, jetzt muss ich aber schnell, jetzt muss ich. Geht nicht anders. Okay, weiter, weiter, weiter. Ja, jetzt nehme ich noch hier die letzte Erste Hilfe Plus. Einfach Safety. Katze halt mich noch. Okay, weg da. Zu spät. Ein Sekündchen zu spät. Aber jetzt fliegt er weg. Aber der hat immer noch zu viel Power hier, der Kollege. Fliegt natürlich in die 6 und nicht in die 7. Naja. Okay, jetzt können wir eigentlich auch nochmal Ausdauer, brauchen wir immer nochmal so ein Steak reinhauen. Und vielleicht nochmal so nachschärfen. Was haben wir eigentlich noch hier so dabei? Dungbombe, Sprintsaft. Oh, sehr gut. Und Maxi-Trank. Ja, wir dann jetzt, komm, hier, schmeiß rein alles. Ja, das ist ganz gut für, gerade für Doppelklingen, da gibt es halt keinen Ausdauerverlust mehr, wenn man den Sprintsaft benutzt. Jetzt aber schnell hier. Oh je, oh je. Nee! Ja, ich mag diesen superschnellen Archetyp an Monstern, also die so richtig aggressiv sind. Dann merkt man halt auch, also die haben wirklich so ein interessantes Verhalten, wo sie dann halt, nachdem die sich ausgepowert haben, wirklich dann auch mal kurz etwas langsamer sind für eine Weile. Und dann, wenn man die Zeit halt hat, hier ist ja der Timer ein bisschen beschränkt, dann kann man halt auch gut darauf warten oder die Monster anders verlangsamen. Und ja, denen dann halt einheizen, wenn die eben sich ausgepowert haben. So, Erzdämonen-Modus. Nochmal hier sowas. Jetzt humpelt er. Sehr gut. Uah. Daneben. Ja, okay. Wo pennt er? Wo pennt er? Wahrscheinlich in einer Höhle hier. 4 oder 3 oder so. Sieht aus wie 4, 3. Gut, gut. Hier die netten Pfeile. Wenn er pennt, dann machen wir jetzt hier auch schön. Ich glaube, auch gerade gesehen, wir haben Bomben dabei. Ne? Das ist natürlich auch ganz klar. Bomben kennt er ja dann aus Monster Hunter World auch. Die Top-Taktik, wenn das Monster pennt, dem ein paar Bomben ranstellen und dann super viel Schaden machen. Aber er pennt jetzt doch nicht. War wohl doch noch nicht so müde. Habe ich nicht lange genug gewartet vielleicht. Na gut. Ist auch recht. Dann jetzt halt volle Kanne weiter. Hier keine Pause. Oh! Bin hier die falsche Richtung ausgewichen. Hier, Katze, kannst du nicht mal... Diese Katzen sind ja ganz schön nutzlos hier, ne? Also... Normalerweise kicken die einem dann sofort den Kram weg. Oh. Oh, oh, oh. Ah. So. Nein! Okay. Oh. Vielleicht kann ich ihn jetzt nochmal besteigen oder so und ihn dann so umhauen. Ich habe aber auch noch eine weitere Falle, nicht? Ja, dann lege ich die auch mal hier hin. Ja, er hat mich aufs Korn genommen, shit! Wieso? Okay, okay. So, jetzt kann er aber auch mal reinlaufen. Oh, ja, das, nee, nicht, die Wand ist nicht mein Ziel. Na komm her, Bariot. Ja, noch ein Stückchen. Ah! Ja, schnell reinigen, wenn er da jetzt reinläuft. Der macht halt hier schön zickzack. Habe ich aber auch einen erwischt, der hier extra unermüdlich ist. Okay, perfekt. Dämonenmodus an und voll drauf. Oh, Combo verkackt. Oh, schon wieder. Oh-oh. Ja, da liegt er. Oh. Hey. Ja. Also das gerade das Drehen und so, da muss ich mich halt erstmal wieder dran gewöhnen. Hier sind auch seine Zähne im Eimer, sehe ich gerade. Oh-oh. Komm, Blutwind. Nee, oh, verkackt. Und gleich tot. Oh-oh-oh. Oh, schnell meschen. Oh, oh, oh. Das ist ja aber jetzt ganz blöd. Oh, nö.
okay, 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 okay. Erstmal einigermaßen safe. Jetzt aber schnell weg hier. Schnell weg. Oh, oh. Jetzt sind die Katzen halt auch hier, ne? Das ist halt... Oh, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Jetzt bin ich tot. Okay, okay, okay. Das war knapp. Puh. Diese blöden Katzen. Die sollen ihn eigentlich nur hauptsächlich ablenken und mich, wenn ich hier von dem auf die Mütze kriege oder eingefroren werde, dann halt aus dem Quatsch befreien. Ja, ich weiß, du humpelst. Alte Humpel, Tante. Oh, jetzt fliegt er nochmal weg, ne? 5 Minuten noch. Wo fliegt er hin? Wo fliegt er hin? In die 6. Ja, schnell ran, das wird knapp, das wird super knapp. Ach, herrje. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich einfach nicht. Ja, es ist eben knackiger als Monster Hunter World. Da muss man sich eben dann auch erst nochmal dran gewöhnen. Aber das ist auch cool. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Und das, ehrlich gesagt, dauert es auch gar nicht so lange, da reinzukommen. Also ich habe das ja jahrelang gespielt, die ganzen anderen Monster Hunter Teile. Oh oh, jetzt muss ich wirklich ein bisschen aggressiv sein hier. Okay, die Katzen haben ihn umgebracht. Das war jetzt nicht so heroisch oder spektakulär, aber wir haben ihn zumindest erledigt. Und die Katzen haben auch nochmal was Sinnvolles gemacht. Puh, das war wirklich knapp. Das waren jetzt bestimmt irgendwie 23 Minuten oder 24, also richtig knapp. Aber war spannend, also hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Genau, so funktioniert es. Monster Hunter Generations Ultimate auf der Switch. Richtig viel Content, super viele Monster, viele Rüstungen zu craften, G-Rank, ja. Oh, 22 Minuten, das ist ja nur 5 Minuten schlechter als meine letzte Zeit. Ja, das ist eben der Laberunterschied, das macht einen riesen Unterschied, wenn man dabei auch noch irgendwas Sinnvolles sagen will. Nein, möchte ich nicht kaufen, also beziehungsweise möchte ich doch kaufen, nur nicht jetzt. Und ja, ihr könnt da 3 Monster in der Demo selber antesten, wenn ihr eine Switch habt. Großmakao ist eben so ein Yagi-mäßiges Ding. Und dann hier einen richtig fiesen, da verrate ich nichts zu. Den solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken. Von dem kriegt ihr nämlich richtig auf die Mütze. Und ja, wie gesagt, probiert es einfach mal aus. Monster Hunter auf der Switch ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich freue mich schon und werde auch auf jeden Fall was dazu auf meinem Kanal zeigen. In jedem Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut! We'll be right back.